Zurück zu Pokémon Soul Silver. Wir sind endlich in Azalea City angekommen. Und ja, das letzte Mal hat sich unser Endivir weiterentwickelt zu Lorblatt. Und ich bin sehr gespannt, welche Abenteuer uns jetzt weiterhin erwarten. Ich kann soweit vorab schon verraten, Azalea City ist eine sehr spannende Stadt. Jetzt ganz abgesehen von dem Arena-Kampf oder dem Arena-Leiter, sondern es ist eine sehr interessante Stadt mit einigen Sachen, an die ich mich ewig eigentlich schon erinnern konnte oder erinnert habe. Und ja, ich würde sagen, wir erkunden jetzt erstmal die Stadt und dann gucken wir mal, ob wir eventuell noch ein paar neue Pokémon fangen. So. In der Stadt gibt es kein einziges Fleckmon mehr. Vielleicht haben wir ja den Zorn des Schutzpatrons auf uns gezogen. Das könnte ein böses Vorzeichen sein. Wir sollten auf alles gefasst sein. Genau, die Fleckmon haben ja eine große Bedeutung in Azalea City. Wo sind nur all die Fleckmon hin? Machen sie sich vielleicht irgendwo einen schönen Lenz? Das bestimmt. Hier sind zwei Porenta. Porenta! Porenta! Sehr süß. Mit ihren kleinen Lauchstangen. Bist du auch hier, um kurz zu bitten, Pokébälle für dich anzufertigen? Eine Menge Leute wollen das. Alles klar. Pokémon Arena von Azalea City, Leiter Kai. Die wandelnde Enzyklopädie für Käfer-Pokémon. Und das ist jetzt schon mega gespoilert. Klar, wusste ich es noch von damals. Aber ja. Hier ist eine Käfer-Pokémon-Arena. Wenn man jetzt Vollriegel als Starter genommen hätte, hätte man da so einige Vorteile gehabt. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht verunsichern. Aber hier steht noch ein Mitglied von Team Rocket vor, ne? Hast du schon mal eine Fleckmon-Route gegessen? Die sollen echt lecker sein. Wenn das mal kein heißer Tipp ist. Ach ja, bin ich nicht so gutmütig? Die immer mit ihrem bin ich nicht so gutmütig. Vor allem, warum wollen die, also das verstehe ich nicht. Die heiligen hier das Fleckmon und feiern das total und dann essen sie es. Also es macht irgendwie keinen Sinn. Hallo? So. Hinter Azalea City gelangst du in den sogenannten Steinchenwald. Allerdings machen es diese dürren Bäume unmöglich, dort durchzukommen. Nur die Pokémon des Köhlers könnten sie vielleicht aus dem Weg räumen. Ja, das sind wahrscheinlich die Bäume, die man nur mit Zerschneider kaputt kriegt, aber wir gucken da gleich auf jeden Fall mal nach. Hier ist ein Aprikoko auf jeden Fall. Ein weißes Aprikoko. Sehr schön. Und hier könnte eventuell der Kurt wohnen, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Hm? Wer bist du denn? Oh, Chi heißt du also. Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst. Aber nun? Naja, genau diese Bande schneidet jetzt den Fleckmon im Brunnen die Ruten ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Ach du Scheiße. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das damals auch schon so war und ich es nicht kapiert habe vor 20 Jahren. Mein Gott, hier wird ja eigentlich
wie eine reale Situation geschildert, dass da irgendwelche Wilderer unterwegs sind. Okay. Krass. Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Haltet durch, Fleckmon. Der alte Kurt eilt euch zur Rettung. Wo steckt bloß mein Großvater? Ich fühle mich so alleine. Er war doch gerade noch hier. Ist hier wahrscheinlich seine Werkstatt für die Pokebälle, aber die kann er uns ja dann erst später machen. Ich gucke jetzt gerade einmal hier drüben, wo der Steinchenwald sein soll. Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Der Steinchenwald ist sehr groß. Es heißt, ein Schutzpatron wache über den Steinchenwald. Mach also besser keine Dummheiten. Ja, und der Schutzpatron ist tatsächlich Celebi. Jeder, der vielleicht mal den Anime geguckt hat oder sich näher mit Pokémon beschäftigt, weiß, dass es Celebi gibt. Aber leider ist es nicht möglich. Ja, hier brauchen wir Zerschneider. Oh cool, wie hört sich das an, wenn wir hier über... Hier kommen auch schon Pokémon. Ein Zubat. Da ist doch gar kein hohes Gras. Seit wann kommen da Pokémon? Ach, vielleicht da auf diesem, was da geknistert hat. Das ist aber dann alles neu. Das wäre dann neu. Krasser Sound, ne? So, wir haben einen Beleber gefunden. Ich denke, den halten wir uns aber mal in der Rückhand, weil Beleber werden später sehr wichtig. Okay, hier können wir auch durch. Damals muss ich sagen, war die Animation, wenn ein Ei geschlüpft ist, noch viel, viel cooler. Aber wir haben jetzt ein Togepi. Ein Togepi ist aus dem Ei geschlüpft. Und jetzt werdet ihr vielleicht verstehen, warum ich damals gesagt habe, ich finde es schade, dass das Ei nicht die richtige Musterung hat, weil theoretisch steckt Togepi ja noch so halb in dem Ei drin. Nein, aber auch Togepi wollen wir keinen Spitznamen geben. Stattdessen gucken wir uns aber an, was da für ein Eintrag jetzt im Pokédex steht. Müssen wir mal ein bisschen blättern. Ist Togepi hier nicht gelistet? Doch, muss doch eigentlich. Ich habe es nur wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Hier. Ja, bin dran vorbei. Togepi, Zackenball. Okay, als Zackenball. Er ist 30 cm groß und wiegt 1,5 Kilogramm und hat den Typen Normal. Ein Sprichwort besagt, dass Glück dem widerfährt, dem es gelingt, ein schlafendes Togepi zu wecken. Okay. Aber eigentlich hat es doch dann immer geweint, oder? Aber ich finde es jetzt sehr cool, dass wir Togepi haben. Auf Level 1 natürlich. So, Wesen, Lasch. Ei haben wir von Mr. Pokémon erhalten. Und es ist heute geschlüpft. Im Steinchenwald. Dein Geburtsort, Togepi, ist im Steinchenwald. Und es ist ungestüm und einfältig. Togepi hat die Fähigkeit Edelmut, erhöht die Chance für Zusatzeffekte. Huch, das wollte ich gar nicht. Ei. So.
Togepi kann Heuler, Charme und Sondersensor. Ich sage aber ganz ehrlich, ich werde Togepi nicht im Team behalten. Ich finde es sehr, sehr süß, aber ich hatte es noch nie. Oh, Professor Lind hat wohl die Geburtsschreie mitgekriegt. Hallo G, ich habe es schon gehört. Aus dem Ei ist also tatsächlich ein Pokémon geschlüpft. Von wem hat er das denn gehört? Werden wir beobachtet hier im Feld? Hallo, hallo. Ich wusste doch, auf dich ist Verlass. Dir das Ei anzuvertrauen war genau das Richtige. Besuch mich doch mal. Ich würde zu gerne sehen, was für ein Pokémon daraus entstanden ist. Okay, das heißt, der Professor Lind möchte gerne Togepi sehen. Das darf er dann auch. Aber heute nicht. So. Es sieht fast so aus, als wäre hier Azalea City schon von uns erkundet. Also hier leben ja nicht wirklich viele Leute. Nur die Arena, Pokémon Center, Markt, der Kurt und hier unten noch so eine andere. Ja, sieht auch aus, als würde da was hergestellt werden. Und dann gibt es hier den Fleckmonbrunnen. Der ist jetzt frei. Ich würde aber sagen, ich gucke erstmal hier auf Route 33, was hier für Pokémon sind. Und hier ist es ja total verregnet immer noch. Ein Hopspross hat hier anscheinend eine höhere Wahrscheinlichkeit zu kommen, weil damals auf, weiß ich nicht, Route 25 oder 26 waren ja die ersten. Da war das richtig schwierig, die zu kriegen. Das war leider sehr effektiv. Ein Rettern. Und ein Radfratz. Ich frage mich, ob es da wirklich viele neue Pokémon gibt, aber ich wollte jetzt einfach mal im Gebüsch ein bisschen gucken. Und dann trainieren wir Habitag mal auf Level 15 und dann sollte das in Ordnung sein. Tja, das war kurz und schmerzlos, ne? Yay! Habitag erreicht Level 15. So, und das heißt für uns, wir wechseln wieder. Na? Einmal tauschen, bitte. Fantastisch. Gucken wir jetzt nochmal kurz mit Voltilam hier ein-, zweimal durch. Und dann machen wir uns auf zum Fleckmonbrunnen. Ein Rettern. Das war nicht gerade effektiv. So, dann starten wir doch hier mal einen Donnerschock. Wie gefällt dir das, Rettern? Oh,
Es hat sogar überlebt. Toll, das war jetzt ein Volltreffer. Perfekt. Oh, wir sind kurz davor. Komm, noch einen Kampf, dann haben wir Voltilam auch gelevelt. Ein Hopspross darf uns die Ehre erweisen. Fast. Okay, das war jetzt ein guter Volltreffer. Das war gut. Aber es macht Synthese. Das ist natürlich nicht gut. Tja, das war's wohl. Und auch Level 15 bei Voltilam. Sehr schön. Oh. Oh nein. Leute, ich freue mich gerade. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre erst bei Level 17 oder so. Nein, Voltilam entwickelt sich. Ich liebe Voltilam, aber ich liebe die Weiterentwicklung noch viel mehr. Und zwar genau die, die jetzt kommt. Oh Mann. Ich muss mich gerade hier irgendwie auf diesen Moment vorbereiten. Was ist das denn heute für ein Part? Hey. Voltilam entwickelt sich. Oh. Es ist so süß. Glückwunsch, dein Voltilam wurde zu Vati. Ich liebe Vati. Seht es euch an, es ist so niedlich. Vati. Vati zuckelt gemütlich hinter dir her. Oh, Vati ist so niedlich. Vati, Wolle, ist weiterhin Elektro, ist 80 cm groß und 13,3 kg schwer. Sein flauschiges Fell speichert Elektrizität, seine Gummihaut schützt es vor Stromstößen. Und irgendwie, ich finde beide mega niedlich. Sie hätten auch beide koexistieren dürfen. Als verschiedene Elektroschafe, meiner Meinung nach. Voltilam verliert ein bisschen Fell über seine Entwicklung hinweg. Also in Voltilam habe ich mich schon schock verliebt. Das ist wirklich so, so süß. Aber Vati ist so, so unfassbar süß. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt Vati im Team habe. Ich komme da gerade nicht so ganz drauf klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz uns heilen und werfen Togepi in die Box. Ah, wir haben jetzt ein Vati. Es ist ein Traum. Es ist so niedlich. So. Dann würde ich sagen, Dankeschön, liebes Togepi. Ich denke mal, wir brauchen auch den Blitz von Knuffensa gerade nicht. Danke, Knuffensa. Na,
Ja, es lohnt sich ja alles nicht, die weiter irgendwie aufzuzüchten. Naja. Ich bin sehr froh, wir haben jetzt Barty und Lorblatt. Das sind so die ersten entwickelten Pokémon. Und wir haben Togepi, das ist aus einem Ei geschlüpft. Das ist alles super, super niedlich. Ich erinnere mich gerade auch dran, jetzt wo wir da an dem PC sind, ich habe das letzte Mal so Briefe gekauft. Und da wollte ich euch ja noch das Motiv zeigen, weil ich das als Kind total geliebt habe, einfach diese Briefe in jeder Stadt zu kaufen. Und dann, wenn ich Pokémon getauscht habe, da einen Brief als Item zuzutun. Ich guck mal, können wir den prüfen? Okay, so sieht das Motiv aus. Wirklich niedlich. Es gab damals, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eins zu eins die gleichen Motive sind, weil an alle erinnere ich mich nicht mehr. Aber es gab damals so richtig, richtig süße Briefpapiere. Richtig niedlich. Aber den werden wir jetzt nicht beschreiben. Also draufschreiben. Sondern wir machen uns auf den Weg zum Fleckmonbrunnen. Und das, wie ich das jetzt sehe, das ist sehr cool gemacht. Damals war das eigentlich nur so eine quadratische Fläche, auf die man gehen konnte, und in der Mitte stand halt der Brunnen. Und hier haben sie es jetzt in der Neuauflage sehr, sehr cool gemacht, dass man hier so ein bisschen schon nach unten gehen muss, trichterförmig, und dann erst in den Brunnen kann. Oh nein, wie süß, da ist ja schon Fleckmon. Und da ist auch schon Kurt. Die Reflexion ist echt cool. Ja, komm, dann reden wir noch mit ihm und dann, denke ich mal, beenden wir den Part, bevor wir dann richtig in den... Angelo, du hast immer ein schlechtes Timing. Gut, dann gehe ich erstmal ans Telefon. Entschuldigung, Kurt. Hallo, ich bin es, Angelo. Alles okay? Ich verbringe mehr Zeit. Na, jetzt bin ich fast ein Franzose, Moment. Ich verbringe mehr Zeit mit meinem Goldini als mit meinen eigenen Kindern. Wow, Angelo, Vater des Jahres, würde ich sagen. Das ist in der Tat schade. Ich hoffe, du vergisst nicht, ab und zu auch einmal deine Mama anzurufen. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht so cringy mit der Impression. Aber dann würde ich sagen, okay, dann sparen wir uns den Fleckmonbrunnen doch für den nächsten Part. Angelo hat das jetzt hier beendet, wie man es nicht anders beenden kann. Ja, es ist nicht so viel passiert jetzt gerade in dem Teil, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr dann das nächste Mal mit mir zusammen durch den Fleckmonbrunnen die Fleckmon befreit. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.